So, willkommen zurück. Ich bin der Chris von Mad Monkey Squad. Da drüben mein Bruder Roland Emmerich Rex Horn. Auch genau. Alias Roland Theodokus Quack. Auch gerne Mattis genannt. Das ist der mit dem Zweihänder. Und so benimmt er sich auch. Möglicherweise steckt der Einäugige hinter all den Hinterhalten. Aber aus welchem Grund? So oder so, wir werden es herausfinden. Das ist ein bisschen wie die Axt im Walde. Dann wird er es bereuen. Findest du? Und trotzdem hast du ein Zweihandschwert. Tja. Ja, das ist, man muss fairerweise sagen, du bist wirklich der, der ein bisschen quick-witted ist. Seid gegrüßt, Brüder. Die Abtei ist geschlossen. Ist eine Fischerhütte. Wir müssen auf die Insel. Wer hat das Kommando? Bruder Lorenzo ist für dieses Sanktuar verantwortlich. Er wird alle euch nicht willkommen Bruder Lorenzo. Heißen. Wir freuen uns auch, euch zu sehen. Bitte, Brüder, ein schrecklicher Fluch sucht diese Wälder heim. Bruder Lorenzo hat versprochen, Tag und Nacht zu beten, bis der Fluch gebrochen ist. Ja, kann er doch. Außenstehenden. Warum überrascht mich das nicht? Wir verlangen, mit Bruder Lorenzo zu sprechen. Das Sanktuar ist kein Ort für Krieger mit Schwertern. Unsere Schwerter haben die Bestie erschlagen und damit den Fluch von diesem Ort genommen. Welch wunderbare Neuigkeit. Gott sei gepriesen. Und die Templer seien bedankt. Also gut. Nehmt das Boot zur Abtei und setzt Bruder Lorenzo von diesem Wunder in Kenntnis. Das war der Plan. Gottes Wege sind wahrhaft unergründlich. Ja. Schließlich kamen wir zur Abtei Saint-Jacques, wo man uns sagte, eine gewisse Marie von Ibelin werde gegen ihren Willen festgehalten. Betende Dominikanermönche taten ihr Bestes, uns zu ignorieren, und ich fragte mich, ob sie uns nur das Eindringen in ihrer Abgeschiedenheit übel nahmen oder ob sie etwas zu verbergen hatten. Mhm. Dies ist ein Heiligtum. Zieht hier nicht eure Waffe. Ich gebe mein Bestes. Suchen wir diesen Bruder Lorenzo. Wetten, das klappt nicht? Echt mit. Die Dominikaner, ja? Die kann ich ja so nicht leiden, ne? Was hast du gegen Dominikaner? Nichts Effektives. Aber guck mal, also hier ist ein X hinter. Von Kirchenvereinen noch relativ vernünftige. Die alten Dominikaner? Bitte? Die alten Dominikaner. Hast du nicht Baphomets Fluch 5 gespielt? Habe ich nicht. Nein, alten. Da ist ein X da. Die sind überall Xe. Das ist ja schrecklich. Die Predigt hat bereits begonnen. Sputet euch. Ja, ja, wir eilen. Wollen wir vielleicht erstmal da unten zu dem Hans gehen? Nee, ich möchte zuerst die silbernen Dinger machen. Nach dem Tod? Na, die hören wir uns an, wenn wir Zeit haben. Also in so einer Sonderfolge am Schluss lassen wir die alle mal durchlaufen. Dann hätte ich gerne noch links hier dieses silberne X eingesammelt. Hier lang. Wieder rumglitscht, es ist ein Daumen. Hier lang, da lang. Sich vorstellt, dass das Ding regulär für 20 Euro verkloppt wird. Segen des brutalen, machtvollen Angriffs. Schön, schön. Man kann nicht mal zwischen einem Tisch und einer Säule durchlaufen. Bleib doch mal ganz ruhig, du und deine Kollisionsabfrage. Ja, genau. Nichts anderes am Spiel zu meckern. Der rollige Roland wird ein bisschen... Da drüben ist auch noch eine Truhe. Meine Güte. Und ja, wie die sich schon präsentieren. Die hat nur auf uns gewartet, hat die nur. So. Ach, guck nicht mal. Das Schwert guck mal. Ziehen, ist aber alles ausrollen, ist das hier nicht, so rumsteht. Ist das okay. Nicht eine hübsche Kerze? Ist ja. Na gut, wundervoll. Weiter. Es ist eine Banane, oder? Die Geschichte. Ein Kunstwerk, ein wahres Kunstwerk. So oder das so ist wohl die größere Sünde. Den Körper eines Menschen zu foltern, um seine Seele zu retten? Oder untätig zuzusehen, wie der Teufel ihn verzehrt? Wenn der Rechtschaffene dem Teufel nicht die Stirn bietet, wer dann? Das Böse lebt noch, aber nun wird es von der Inquisition bekämpft. Ich kann die reinigenden Flammen sehen. Ich sehe eine Zukunft, die vom Teufel befreit ist. Ich sehe die Erlösung für uns alle. Gott segne euch alle. Amen. Amen. Vielleicht Bruder, sollte man Amen. Anfangen, sich selber anzuzünden. Was führt euch hierher, Templerbrüder? Neuigkeiten, Vater.
Wir haben die Bestie erschlagen, die eure Herde gejagt hat. Der Herr sei gepriesen. Die Inquisition wird sich eurer Tat mit Wohlwollen erinnern. Wir suchen nach einer Freundin, Marie von Ibelin. Aber der Zugang zur Abtei ist Frauen verwehrt. Wir werden uns dennoch umsehen. Vielleicht ist sie hier. Da stand jeder macht einer. Fehler. Die Inquisition macht keine Fehler. Für euch ist hier nichts von Belang. Ich denke schon. Folgt Bruder Lorenzo, um mehr über Maries Aufenthalt auch zu erfahren. Lasst euch Vorsicht walten, denn wenn wir ihm zu nahe kommen, wird er misstrauisch. Aber fallt auch nicht zu weit zurück, sonst verliert ihr ihn. Um mit ihm alle Hoffnung, Marie zu finden. Was nun? Wir folgen ihm. Alter Schleich- er wird uns zu dir führen. Warum rennst du so? Halt mal Steuerung gedrückt. Danke. Guck da halt vorher. Helft uns, Vater! Eine schreckliche Plage sucht unser Dorf heim. Die Kinder leiden Todesqualen. Sieh mal, diese Kerzen. Ich schicke Männer, die Schuldigen zu bestrafen. What a fine architecture. I'll go see it more closely. Doch eure Seelen werden gerettet. Diese Säulen. Lass uns weiter gucken. Geht nach links. Ich hab's gesehen. Ja, es ist auch auf der Karte dick und breit markiert. Also. Nicht so laut. Wir haben keine Karte im Game. Oh, die Schreibstube, die wollte ich mir schon immer mal angucken. Ist das herrlich hier. Jeden Tag verschwinden Menschen. Alle haben Angst. Gut. Und was schreibt Angst du ist so? Eine Tugend. Angst stärkt den Glauben. Gott schütze euch, Bruder. Guck mal, das Buch hier habe ich sie auch zu Hause. Ach, guck mal, Band 2, den suche ich schon ewig. Ich wollte die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Wie war das? Das 10. Buch, Mose. Ja, da hatte ich aufgehört. Ach, das ist ein schickes Gemälde. Und dieser Teppich. Ist das nicht ein hübscher Teppich? Du merkst, wie weich das ist, wenn man darüber geht. Das ist gar kein Teppich. Das ist ein Mosaik. Toll. Jesaja hat nach ihm gefragt. Oh, ein Mann in Waffen. Wo? Das ist verdächtig. Sehr verdächtig, Lorenzo. Was verbirgst du da vor uns Zweien, die dir so unauffällig folgen? Ja, schon klar. Wenn du uns eigentlich einmal umdreht, sind wir völlig am Arsch. Schon? Lasst uns herausfinden, wer dieser Isaiah ist. Wir sind anfangen zu rennen, sobald er um die Ecke ist. Oh, dieser Wandteppich. Vater, dieser idiotische Mönch am Dock hat die beiden Templer in die Abtei gelassen. Ich weiß, mein Sohn. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie suchen das Hexenmädchen. Da ist die Sau. Überlasst sie mir. Sie haben die Bestie getötet. Nein. Es darf keine offene Auseinandersetzung geben. Warnt die Männer unten nur für den Fall. Was ist, wenn sie die Kerker finden? Tötet die Gefangenen, allesamt. Und dann verfahrt nach eurem Belieben. Ja, Vater, mit Freuden. Ernsthaft? What, mate? Wenigstens lassen sie die Tür. Die Story richtig hart auf. Ah, spannende Regale. Der Einäugige aus dem Wald. Dieser Schuft Lorenzo hat gelogen. Was mich nicht überrascht. Wo sind wir sie hin? Wir müssen uns bedeckt halten. Marie schwebt in Gefahr. Gut. Sesam. Lorenzo hat diesen Weg genommen. Bei Divinity hätte das nicht so gut geklappt. Bei Divinity wären wir jetzt in irgendeiner Feuerfalle explodiert oder sowas. Schleich mal ein bisschen hier unten. Das ist also der Kerker. Wir gehen rein, holen das Mädchen und verschwinden wieder. Ruhig. Halte Umschalter, um in den Schleichenmodus zu wechseln und unentdeckt an den Waffen vorbeizukommen. Feinde können euch im Schleichenmodus nur schwer entdecken. Ihr Sichtfeld wird in diesem Modus auf eurer Minikarte angezeigt. Wartet. Habt ihr nicht auch etwas gehört? Hinter die Fässer. Rasch, sonst sehen sie uns. Ach was, da ist nichts.
Sehen wir uns das mal an. Also gut, also gut. Um zu verbergen. Haltet Umschalttaste, um zu schleichen. Was tust du? Ja, ich schleiche den Häschern davon. Ich sage, da war irgendwas. Und ich sage, ihr hört schlecht. Ihr werdet alt. Jetzt schauen sie in die andere Richtung. Welch Zufall. Wo müssen wir hin? Ah, gute Frage. Da vorne ist eine Truhe. Habt ihr es gehört? Was? Haltet nach zwei Templern Ausschau. Templer? Oh nein. Ja, das ist übel. Ich bin ungern mit zwei Templern hier eingeschlossen. Sie sind... Mir gefällt's auch nicht. Haltet einfach die Augen auf. Das werde ich. Hier lang. Ich bin doch dabei. Außerdem sind wir viele. Fortschritte mit dem Hexenmädchen? Sie erweist sich als schwierig, Vater. Wir müssen sie zerbrechen. Um jeden Preis. Ich brauche ihre Aussage gegen den Templerorden. Bitte was? Sie wollen dem Orden Übles. Wir müssen sie befreien. Kann ich jetzt mein Schwert benutzen? Bahnt euch euren Weg durch den Gefängnisbereich. Jetzt wollte ich kurz was trinken. Wir schleichen jetzt in den... An diesen Wachen kommen wir nicht vorbei. Ihr nehmt den rechten, nicht den linken. Nee, lasst uns doch erstmal anschleichen. Ich werde nicht einmal mein Schwert ziehen. Dies ist immerhin ein Sanktuar. Lasst uns erstmal anschleichen. Nähert euch den Feind. Wir schleichen den Modus von hinten. Linken, ja. Ja, ich bin dran. 3, 2, 1. 1. Hilfe! Lasst uns nicht hier zurück! Befreit uns! Öffnet die Zellen! Wie geht denn das? Einen Hebel in einem Zimmer am Ende des Ganges. Am Ende des Ganges. Oh, da kommen welche um die Ecke, wollte ich sagen. Komm zurück! Sie drehen wieder um. Wir müssen den Hebel hier suchen. Oh, ich habe einen Hebel gefunden. Drück ihn. Das ist eine Truhe, du Bast. Junge, ja. Komm hier an die Wand. Aber, hier bleiben wir. Und wenn sie dann wieder zurückgehen. Was ist denn das Blaue hier? Das Blaue, das ist keine Ahnung. Oder? So. Schnell. Sie haben uns gesehen. So geht das. Da ist der Hebel. Und eine Streckbank. Geil. Und ein Schatzhinweis. Hoffentlich schaffen Sie es. Sie werden zumindest für etwas Ablenkung sorgen. Das denke ich auch. Der Sieg wird unser sein. Und der Waffenrock der Inquisition. Das ist jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt. Stirb, du Sau! Das lief doch ganz gut. Was war das? Ich auch. Was war das? Keine Ahnung. Brauchst du etwas Heilung? Nee, Quatsch. Geben wir uns auf, falls wir wirklich mal Heilung brauchen. Würde ich auch meinen. Da hinten ging es nicht weiter, ne? Müssen wir diese Wegrichtung nehmen. Wäre das was, wenn ich dagegen laufe? Nein. Was war das? Ich habe etwas Besonderes für unseren Freund hier vorbereitet. Ich bin unschuldig! Bitte! Stirb, du Sau! Boah, das warst du.
Überraschung! Oh, ich habe eine Truhe gefunden. Aber ich komme vielleicht erstmal zu deiner Hilfe, wa? Welche Hilfe? Bitte. Ich komme! Ja, das haben wir nochmal wieder gut hingekriegt. Habt Dank. Ohne euch wäre ich jetzt tot. Ja, wenn ich so. Was soll ich jetzt machen? Sie werden mich töten! Lauft so schnell ihr könnt, weit weg! Du gibst immer die besten Ratschläge. Ich weiß, danke. Der ist jetzt super. Ich bin so weise. Oh, Part 2 für den schwarzen Ritter. Oh, schwarzer Ritter ist bestimmt cool. Wir hätten mit einer ganzen Einheit herkommen sollen. Um diesen unheiligen Ort bis auf die Grundmauern niederzubrennen. Ah, ich war schon immer mehr für rustikale Lösung. Na, kannst du nicht an mir vorbeilaufen? Du bist halt so fett. Ja. Das hier ist weder unsere Kirche noch unser Glauben. Wohl wahr. Das ist krank. Wir sollen Marie retten. Kriegen wir hin. Marie! Oh, scheiße, wir kommen zu spät, Christian. Meinst? Der ist ja hübsch. Reden die bei dir? Nö. Oh. Warum hat die Waffen hey, bei sich? Hey, hier drüben! Marie von Ebelin? Eben jene. Seid ihr hier, um mich zu retten oder jemand aber anderen? Absolut. Hier sind eure Tränen. Also bitte Keuschheit. Freut mich, das zu hören. Ich wurde streng bewacht. Ohne Hilfe hätte ich nicht entkommen können. Dieses Monster Isaiah ist in der Nähe. Wir können bestimmt nicht so einfach unbemerkt gehen. Gut. Ich möchte, dass er uns bemerkt. Dann steht nicht bloß herum. Benutzt den Hebel im Gang, um meine Zelle zu öffnen. Ach, weißt du was? Kannst beide haben. Ich verzichte. Wohlwollend. Nicht! Ich mag sie. Erledigt sie! So. Hier, nimm das und das und das und... Oh Gott, au! I'm coming! So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, wie wir das hier machen. Fast schon souverän, würde ich sagen. Professionell. Das Wort ist professionell. Lionel. Hast du sie? Das war der letzte. Nein, war es nicht. Seht. Oh. Le Boss. Auf die Knie, Templer. Ich will euch beten sehen. Niemals. Ihr werdet hier sterben. Leute. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt immer einen Ausweg. Cillion, geht. Ich halte sie auf. Oh. Ich bleibe bei euch, Roland. Nein. Rettet Marie. Bringt sie hinaus. Tötet sie! Tötet sie alle! Lauft, ihr Narren! Cheesy-Dialog incoming. Marie hat sich euch... Aber ich wollte doch... Was ist mit Roland? Nein! Ah, der rechtschaffende... Recke. Roland. Gut, aber Recke. Wie wir die gute Marie ausstatten, ich meine jetzt... Ja, Fähigkeiten technisch. Sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese gefallen. Wir sehen uns. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Tschüss.